Ja, ich wünsche euch noch ein glückseliges neues Jahr. Das zählt bis Haberende. Ja, ich bin so froh, dass ich wieder bei euch bin, in der fränkischen Fasernacht. Ich war mal kurz weg. Ja, ich war in England. Ich hab da so mein Bedenken gehabt, wegen der Sprache. Mein Nachbar hat zu mir gesagt, brauchst du keine Gedanken machen. Englisch ist so, als wenn man ganz langsam Hochdeutsch spricht. So eine Art Fabrikfränkisch. Ich war total orientierungslos in London auf dem Alexanderplatz. Hab ich so einen Passanten angesprochen. Hallo, können Sie mir mal sagen, wo es hier zum Eiffelturm geht? Hat er gesagt, keine Ahnung, ich bin nicht von hier. Sag ich, woher kommen Sie denn? Sagt er, aus Veitshöchheim in Franken. Sagt er, wo kommen Sie denn her? Sag ich, aus Oberschwabach in Franken. Sagt er, warum sprechen wir dann Englisch, wenn wir doch aus Franken sind? Ich bedanke mich noch für euren an mir gerichteten enthusiastischen Begrüßungsapplaus. Kennt ihr Enthusiasmus auf Fränkisch? Baschl. Ja, machen wir erst einmal Soundcheck. Man sagt jetzt Soundcheck. Früher hat man gesagt Akustik. Vorhin habe ich hinten schon im Saal ein bisschen so reingelauscht. Dann sage ich so halblaut, Mensch, hier im Saal am Mordsakustik. Dreht sich einer rum und sagt, jetzt, wo du sagst, rieche ich's auch. Ich sende die hochgelobten, hochgebenedeite Grüße aus der fränkischen Fasernacht an alle Franken, an alle Landen und an die bayerische Besetzungsmacht, an alle Narren und Narralesen, wünsche ich einen noch nie dagewesenen, erquickend und labenden, schönen guten Abenden. Es bedarf einer unheimlichen Körperbeherrschung, um auf dieser Bühne stehen zu können. Ich kann das wissenschaftlich belegen. Ich brauche eure Mithilfe. Auf meinen Geheiß hin wäre mir es recht, wenn ihr dann mal bis 5 zählt. Das gilt auch für die Politiker hier im Saal. Und in der Zwischenzeit schaue ich den Elferrat an. Fertig machen, auf die Plätze, fertig, los. 1, 2, 3, 4, 5. Stopp, das war Körperbeherrschung. 5 Sekunden habe ich den Elferrat angeschaut und mir ist nicht schlecht geworden. Und noch ein wissenschaftlicher Beweis. Unsere Politiker, zumindest die hier im Saal, können bis 5 zählen. Die bayerischen Politiker sind die besten im ganzen Weltenreich. Ich darf das behaupten, bin römisch-katholisch und kann meine Lügen wieder weggebeicht. Das wichtigste Gesetz für Politiker auf Erden, wer deutlich spricht, riskiert, verstanden zu werden. Ich werde momentan so dermaßen vor Albträumen gebeutelt. Mich hat's geträumt, ich werde gestorben. Und mit mir unser Bundespräsident. Ja, und wir kommen in den Himmel und ich laufe den immer hinten nach. Und er guckt sich im Himmel um und geht zum Petrus und fragt, sag mal, warum gibt's im Himmel so viele Uhren? Sagt der Petrus, für jeden Politiker gibt es hier im Himmel eine Uhr. Und wenn der jeweilige Politiker eine Lüge begeht, macht seine Stundenzeiger ein Ruggerl weiter. Sagt der Wolf, ja, wo ist denn dann meine Uhr? Hat er gesagt, die hängt in der Küche als Ventilator. Und was sagt da der fränkische Volksmund dazu? Der Unterschied zwischen einer Batterie und einem Politiker kann nur sein,
a Batterie hat a positiver sein. Die bayerisch-fränkische Volksseele vergleicht ja die Inhalte der bayerischen Parteien mit einem Leberkäse. Da weiß auch keine Sau, was drin ist. Obacht, horch, ein Steirogramm. Warum ist in der Parteizentrale der Linken das Globerbier so rau, damit auch der letzte Arsch rot wird? Die Creme de la Creme der Politiker haben ihren Sitz in Brüssel. Unsere Euro-Rambos. Die 10 Gebote, Herr Bischof, haben 270 Worte. Die Unabhängigkeitserklärung der 13 nordamerikanischen Staaten von 1776 haben 300 Worte. Und die EU-Einführbestimmung von Karamellbonbons von 1981 haben 25.981 Worte. Und unsere Paragraphenorgasmaten, unsere Beamten setzen das durch. Ich krieg neulich einen Anruf, ich hätte eine Steuernachzahlung von 10 Jahren. Sag ich, warum? Na, Sie haben doch da Schnapsbrennerei. Sag ich, ich hab seit 10 Jahren keinen Schnaps mehr gebrannt. Hahaha, Sie haben aber den Apparat dafür. Sag ich, gut, dass Sie anrufen. Ich habe noch eine Kindergeldnachforderung von 10 Jahren. Aber Sie haben doch gar keine Kinder mehr. Ich habe aber den Apparat dafür. Ich möchte politisch abschließen mit einem Kalenderspruch, frei nach dem Volksmund. Es genügt nicht, unfähig zu sein, man sollte auch in die Politik gehen. Ja, der gute Ton. Man hat mir ja gesagt im Vorfeld, der fränkische Dialekt käme etwas derbe rüber, aber in der Beliebtheitsskala der Dialekte ist der fränkische Dialekt gar nicht so weit unten angesiedelt. Neulich laufe ich bei schönem Wetter den Main entlang, und dann sehe ich, wie einer unten aus dem Wasser trinkt, aus dem Meer. Schreibe, halt, das Wasser ist giftig, der trinkt weiter. Ich renne den Rangen runter. Frei, halt, das Wasser ist giftig, der trinkt weiter. Ich gehe hin, klopfen auf die Schulter, der dreht sich rum, sagt, da verpipst noch mal, was ist denn los hier? Sag, ich trinke langsam, das Wasser ist kalt. Ich habe euch ein erotisches Abschiedslied mitgebracht. Das Frankenreich, da ist jetzt manche verwundert. Dazu gehörte Frankreich im 4. bis 8. Jahrhundert. Karl der Kahle hat es damals erworben mit ein bisschen Geschummel. Das ist da, wo sich heute die Pariser tummeln. Und darum ist es auch nicht verwunderlich, dass wir Franken der einzige Volksstamm sind, die in ihrem Dialekt die Erotik haben. Das Dann habe ich euch einen Interpreten mitgebracht, der euch das Lied, den Chanson d'amour singt, Monsieur Camembert Romandour. Einen schönen guten Abend, wir proben gleich miteinander den Refrain. Chanson d'amour, ratatatata. Noch einmal. Chanson d'amour. Chanson d'amour, chanson d'amour, ratatatata, chanson, chanson d'amour. Eine Strophe für unseren Ministerpräsidenten. Besucht dich deine Bundesmutter
Stelle keine Fragen, sei nicht zu der Alten, beuge deine Wachen, schick sie in den Bären zu den Gämsen, manipulier vorher noch die Bremsen, wenn sie dann in einen Abgrund fährt, einen Franken shoppen wird. So, da Chanson d'amour, chanson d'amour, chanson, chanson d'amour. Zwei Männer fielen in einem Bach, ein Franke, der sprang hinten nach, doch er rettete nur einen, denn der andere kam aus Bayern. Chanson d'amour, chanson d'amour, chanson d'amour, ratatatata, chanson, chanson d'amour. Dankeschön. Ich darf Ihnen vorstellen, von der bescheuerten Weindunstbühne aus Oberschwabach, meine Damen und Herren, aus dem Steigerwald, Ottmar Schmelzer. Lieber Otti, vielen Dank für deinen wunderbaren Vortrag. Auf dich ein dreifach donnerndes Franken. Otti, Steigerwald.